euch alle wieder ganz herzlich, herzlich willkommen bei mir. Oh Gott, jetzt fange ich schon ins Stottern an. <laughs> bei eurer Kartenlegerin Simone hier im Zauberwald. Schaut mal, ich habe es heute schon ein bisschen weihnachtlich gestaltet. Da hinten brennen die Kerzen und ihr seht den schönen Weihnachtsbaum, der sich dreht mit den schönen Weihnachtskugeln. Das soll ich euch das mal ein bisschen näher ranholen. Passt mal auf, dann könnt ihr euch das mal richtig anschauen. Das ist so hübsch. Moment, ich fummel jetzt mal ein bisschen. Ja, Moment noch mal. Guck mal da, ist das nicht zauberhaft? Oh, ich könnte das den ganzen Tag anschauen. <laughs> Sieht so hübsch aus. Ja und hier oben sind die Kerzen. Guck mal da, das ist so ein Schwibbogen, ne? nennt sich das. Da. <laughs> ja meine Lieben, sag so, jetzt mal es wieder ein bisschen kleiner. Und so. Sehen wir unsere Karten. Ich habe die Karten heute schon ausgelegt, meine Lieben. Ich begrüße euch zu unserem Samstagsevent. Mensch, morgen ist schon der erste Advent, meine Lieben, War die Zeit vergeht. Ja, welcome to Wonderland, to Winter Wonderland. <laughs> Natürlich darf unser hübscher Engel nicht fehlen. Oh, der hat sich umgedreht. dann mache ich gleich hier die ganze Deko kaputt. Ähm, ja, meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid alle wohlauf. Heute zu unserem Samstagsevent. Es ist ja wieder energetisch viel los. Meine Lieben, es ist wirklich was los. Man mag es kaum glauben. Äh, die Mondenergien sind heftig. Ne? Es kommt ja jetzt, morgen ist der, also zum 1. Dezember ist der äh, nächste Mond, der Neumond im Schützen. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal nachlesen. Ja, im Schützen. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt weil energetisch unglaublich viel los ist, meine Lieben. Ich hoffe, ihr könnt mich übrigens gut verstehen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Samstag Samstagsevent. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, grüße ich dich ganz herzlich. Es hat ein bisschen chaotisch angefangen, aber es macht nichts, so ist das Leben, meine Lieben. Wir machen uns das Leben so, wie es uns gefällt. Wir machen es uns nett. Wir trinken immer jeden Samstag unseren Kaffee. Und ich sage jetzt mal Prost. Trinke auf alle, die neu dabei sind, auf alle Stamm Stammzuschauende ja männer frauen divers alles ist herzlich willkommen alle, allen alters ich äh, begrüße jeden einzelnen jede einzelne von euch ja sage hallo und prost trinke mal ein schlückchen kaffee mhm. schlürfe vielmehr und ähm, ja wenn du neu bist ich bin kartenlegerin simone ich bin seit ich denken kann tatsächlich ein spirituelles medium lege seit Meiner frühesten Jugend tatsächlich Tarotkarten ähm, und stehe immer in Kontakt, seit, seit ich denken kann, wirklich mit der göttlichen, geistigen Welt. Ähm, Habe natürlich auch viel dazugelernt, ne, das ist klar. Ähm, und viele Ausbildungen gemacht, viele natürlich auch Kurse, ne, so spirituelle Kurse und alles. Wirklich sehr, sehr viel. Ich versuche mal hier das Bild nochmal. Ah, so geht es eigentlich, ne? Ähm, ich hole das gleich auch noch mal ein bisschen ran, dann können wir die Karten besser sehen. Ähm, ja, und bin seit, ja, bin über 40 Jahre schon wirklich spirituelles Medium, habe mich aber erst vor, wann war es, elf Jahren tatsächlich selbstständig gemacht, ne? Bin ins kalte Wasser gesprungen, habe gesagt, so, ich muss meine Berufung leben, ähm, das ist mein Lebensziel, meine Berufung, mein Wunsch, ja. Und das habe ich getan. Ja, und jetzt legen wir die Karten, meine Lieben. Und ich arbeite auch energetisch, ja. Ich bin nicht nur, lege nicht nur allerlei Karten, wirklich Tarot, äh, Lenormand, ähm, Zigeunerkarten, obwohl das sagt man gar nicht mehr. Also ja, die heißen aber so, ähm, ja, also ne, andere Karten, ähm, ganz viele Engelorakel habe ich. Und ähm, genau ganz, ganz wundervolle Karten, Orakel. Meine Hand ist so groß. Ne, guck mal hier. Uh, spooky, <laughs> genau. Und ja, wir machen es uns auf jeden Fall nett hier. Wir schauen auf dein Gegenüber, auf dich ähm, und dein Gegenüber. Ähm, ich schaue aber auch immer gerne, was bei dir los ist. Diese zwei Karten, die hier liegen, das sind deine Karten für den Herzbereich. Die Karten gehören deinem Gegenüber und auch die mittleren Karten hier, die Lenormand-Karten. Das sind die Karten. Um eure Situation, eure Ist-Situation gerade zu beschreiben, da ihr euch in jeglicher Beziehung spiegelt, ähm, sind das auch ein bisschen deine Karten. Ja, ich erkläre das gleich nochmal. Alle sind hier willkommen. Mann, Frau, divers. Ich rede aber immer aus der Sicht einer Dame, die einen Herren liebt. Das ist für mich einfacher. Seht mir bitte nach. Sonst komme ich total durcheinander. Ähm, morgen ist der erste Advent, als auch der Neumond. Ihr könnt euch jetzt noch eintragen für das Neumondritual. Gerne unter das Video mit allen, die dabei sein wollen. Das kostet 0 Euro, das ist kostenfrei, also 0 Euro. Nur wenn du eine persönliche Botschaft bekommen möchtest, die wirklich immer mit dazukommen jetzt, ähm, dann bitte ich dich, mir einen kleinen Obolus deiner Wahl anzuweisen. Du findest darunter einen PayPal-Me-Link oder eben meine, meine Kontodaten deine Wa du hast wirklich ist egal wie viel du mir geben möchtest auch gerne für das Video oder einfach mal so Danke sagen möchtest mit einem, einem kleinen Obolus einer kleinen Spende sozusagen dann bin ich von Herzen dankbar und ich danke allen von Herzen die das tun und wirklich mir ihre Dankbarkeit so aus Sprechen und ähm, ja, das berührt mich jedes Mal sehr. Und wie gesagt, wenn du eine Botschaft haben willst, die wirklich jetzt wichtig ist, genau die aktuelle Zeitqualität, was für dich die nächsten zwei Wochen, ein, zwei Wochen wichtig ist zwischen den Mondphasen, was für dich wichtig ist, um die fünfte Dimension mit vollen Armen äh, aufzufangen, also äh, ne, entgegenzunehmen, wirklich die Arme auszuweiten und sagen: Ja, ich bin mit dabei, dann sind diese Botschaften wichtig. Ja. Jetzt kommt auch eine Botschaft für euch, das ist eine allgemeine Botschaft für das Kollektiv. Ich spiele am Ende noch Hangdrum, das wisst ihr ja, und wir legen natürlich eine wundervolle Karte von Heike Bender, ziehen die, und ich lese diese Botschaft vor mit dem Klangspiel. Horcht mal schon mal rein. Das kommt dann dazu. Das werde ich dann dazu spielen, beziehungsweise erklingen lassen. Spielen kann man das ja gar nicht richtig. Und genau. Das ist alles wichtig. Das sind ein bisschen, da könnt ihr ein bisschen meine Arbeit äh, hineinschnuppern in meine Arbeit. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, gerne mal auf meiner Webseite www.kartenlegerin-simone.de ein bisschen euch belesen, was ich alles tue, wie die Energiearbeit funktioniert und so weiter. Und das ist alles immer im Einklang mit ähm, dem Seelenplan, dem Göttlichen, ja, eurer göttlichen Blaupause sozusagen, mit dem Einverständnis einer jeden Seele. Und wirklich mit der göttlichen geistigen Welt abgestimmt, ja? Das ist alles in Einklang, im Einklang mit dem Universum fließt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wie gesagt, für das Mondritual kannst du dich noch eintragen mit deinen Liebsten. Du trägst dich einfach unten ein, mit wem du dabei sein möchtest. Du kannst die ganze Menschheit nehmen, einzelne Personen, deine Haustiere, alle Tiere, die Pflanzen, die gesamte Erde, das ganze Universum, die Ahnenlinie, die geistige Welt, alle, ja? Je mehr, desto besser. Je mehr ihr aufschreibt, umso mehr Liebe wird fließen, auch zu dir zurück. Und das ist in meinem Universum wichtig. Ne? Das muss für dich nicht wichtig sein. Meine Wahrheit ist nicht deine Wahrheit oder meine, meine Meinung ist nicht die ultimative Wahrheit. Aber wenn du hier bist, dann hast du einen Grund. Und der Grund könnte sein, dass wir ähnlich schwingen, dass wir eine. Ja, eine, eine Schwingung miteinander haben, wo wir uns wohlfühlen, wo du sagst, ja, das kann ich total nachempfinden, das ist genau mein Thema, meine Energie, das finde ich super. Vielleicht findet ihr mich auch lustig oder auch nicht, ne? das ist alles in Ordnung. Ähm, das ist jedem selbst überlassen. Und auch wenn du jetzt die Karten gleich siehst, wenn ich die Karten aufdecke, kannst du mit allen Karten absolut in Resonanz gehen. Ja, bleib mal ganz offen dafür. Aber selbst wenn du mit gar keiner Aussage, keiner Karte in Resonanz gehst, ist das auch eine Aussage. Auch dann schau einfach mal, wenn du magst, gerne bei dir, was das in dir auslöst. Oder du kannst auch nur mit einzelnen Karten in Resonanz gehen. Auch das ist möglich und wichtig. Dann bist du genau richtig hier, wenn du jetzt eingeschaltet hast oder das Video irgendwann siehst. Ihr wisst, Zeit ist relativ, Zeit gibt es nicht. Dann... Ist es für dich wichtig, irgendetwas zu hören, was ich hier vielleicht äh, lege oder sage, euch erzähle? Ne? Das kann möglich sein, so meine Lieben. Jetzt mache ich die Karten mal ein bisschen näher, ich bin ein bisschen näher dran. Mm. So. Und der Titel für das heutige Video, ne? das heutige Thema, ich channelle das immer vorher schon ein bisschen, damit ich so eine, 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 eine ähm, eine Grundenergie hier habe, worum es geht, die war, jemand hat dich enttäuscht und die Schlangenenergie kam auch mit dazu und er will es aber wieder gut machen, dein Gegenüber. Auch war die Botschaft, das, oder das, die Überschrift, das Schicksal greift ein. Na, das ist auch eine wichtige, eine wichtige Thematik für dich, um wirklich zu gucken, bist du jetzt mit deinem Gegenüber oder deinem Gegenüber auch auf dem richtigen Weg. Die Botschaft, die werde ich euch jetzt ganz kurz nochmal auch schon unterbreiten. Das geht nämlich in letzter Zeit immer ein bisschen unter, weil ich dann die Karten zuerst lege. Ähm, wenn du das Video im Nachgang guckst, kannst du ja auch vorspulen. Ne? Das geht ja auch wunderbar. Aber es ist wichtig für dich, vielleicht auch für dein Gegenüber. Und zwar ist die persönliche Botschaft hier für das Kollektiv aber dennoch. Nutze die Gelegenheiten, die sich dir jetzt bieten, die sich. Dir auftun und das Leben dir jetzt bietet, vorschlägt vielleicht, ne? beziehungsweise ähm, offenbart. Ja? Öffne deine Augen und dein Herz und nimm das Le Leben an. Das Legen, oh? die Legung. Die Legung kannst du auch annehmen. <laughs> Knüpfe neue Freundschaften war auch das Thema und ähm, spüre auch das Mystische um dich herum und was dich umgibt. Öffne deinen Geist. Und jetzt ganz wichtig, meine Lieben, und das ist schwer. Schwer, aber wichtig. Und du wirst auch eine Freiheit, eine Leichtigkeit spüren. Dadurch bewerte nichts mehr. Versuche wirklich aus der Bewertung, aus den Bewertungssystemen, die uns auch alle irgendwie, also Menschen auch so oder die Gesellschaften immer so vorgeben. Und du denkst, ja, das ist so. Aber wenn du dann mal darüber nachdenkst, tut es keinem gut. Es ist individuell irgendwie nur, also subjektiv äh, zu betrachten. Es macht manchmal überhaupt keinen Sinn. Was für den einen stimmt, muss für den anderen überhaupt nicht stimmen. Das ist genauso. Habe ich jetzt gerade neulich wieder einen Bericht gesehen, dass Kinder. Irgendjemand hat irgendwann mal erzählt oder festgelegt, dass Kinder zu einem gewissen Zeitpunkt äh, alle dasselbe können müssen. Das ist völliger Schwachsinn, weil jeder, jedes Wesen, jeder Mensch ist anders. Der eine oder die eine lernt das mit drei, die andere erst mit sieben oder acht, und das ist völlig okay. So hat jeder seine. Zeiten. Und jeder lernt. Und ne, alles andere macht auch nur Frust. Und das ist nicht Sinn der Sache. Und deswegen sind so viele Wesen auch frustriert, weil, oder denken, sie sind dumm, sie können nichts. Und das wird dann immer über, über Generation zu Generation, über Generation, über Generation weitergegeben. Ne? Und dann die Eltern bringen das den Kindern bei und und und. So geht das weiter. Ne? Das ist so eine Abwärtsspirale. Ähm, Deswegen versuche aus dem Bewertungssystem rauszugehen. Und ein ganz wichtiges Thema, und jetzt passt gut auf, meine Lieben, nutzt euer Scheitern. Wenn du gescheitert bist in deinem Leben, egal wo, du kannst es auch Revue passieren lassen, reflektieren, nutze, man, manche sagen auch Fehler, aber ne, Fehler ist ja auch so gemein, aber wenn man scheitert bei irgendetwas, wenn du scheiterst, dann gibt das natürlich erstmal einen blöden, fiesen Beigeschmack. Aber genau daraus kannst du lernen und dich vielleicht zu einer neuen, ähm, zu einem neuen Abenteuer deines Selbst aufmachen und dich neu orientieren, dich neu kennenlernen und zu einem neuen Menschen vielleicht werden. Ja, zu einem anderen Menschen. Du hast jeden Tag, jede Sekunde die Möglichkeit, dein Leben zu ändern. Und das ist. Auf der einen Seite vielleicht überfordernd, auf der anderen Seite finde ich total heilsam, weil du immer entscheiden kannst, was du willst und was du nicht willst. Auch eine Entscheidung gegen etwas ist eine Entscheidung für was anderes oder ist genauso wertvoll. Und das darfst du wissen. Du musst nicht ähm, in einer Situation bleiben, die dir nicht gut tut. Du hast jeden Moment die Selbstbestimmung, das zu ändern. Ja, bestimme über dich selbst. Egal, was die anderen sagen, wenn du keinem damit wehtust oder irgendwas, ne? Also so. Ja, also nutzt dein Scheitern und nutze dein Scheitern oder das Scheitern in Situationen, kann klein oder groß sein, um dich neu zu erfinden, um, um Dinge zu ändern, um dein Leben neu zu gestalten. Und vertraue auf dich, auf deine Fähigkeiten. Auf dein Wissen, dein altes Wissen, was sich vielleicht dadurch dann freilegt. Ja? Vertraue auf dich und deine Qualitäten und wirklich, und ich sage das jetzt nochmal ganz, ganz, ganz deutlich: Vertraue darauf, du liebes Wesen, dass das Leben dich liebt. Das Leben ist für dich. Das Leben liebt dich. Und jetzt ein Herzchen von mir und ich sage jetzt nochmal: Prost, ich brauche gerade mal, um meine Stimme zu ölen, ein bisschen Kaffee. Hm. So und ich würde sagen, jetzt legen wir los. Ach nein, eine Sache habe ich noch ganz kurz, meine Lieben, wegen ähm, der Botschaft jetzt meldet euch gerne an für das Sperr- und nächte ritual Ja, das ist nicht kostenfrei. Die Mondrituale sind kostenfrei beziehungsweise kosten 0 Euro, außer du möchtest gerne die persönliche Botschaft genau nur für dich oder deinen Gegenüber. Hm. Dann na, überweist du mir einen Obolus deiner Wahl. Das Sperr- und Rauhnächte-Ritual, das ist nicht kostenfrei. Das dauert dreieinhalb Wochen. Das fängt am 8. Dezember ungefähr an, vielleicht kurz, ein bisschen früher sogar, so um den Dreh. Und dann geht es darum, alles, was du loslassen willst, äh, loszulassen. Und zwar schreibst du mir dafür 12 bis 13 ähm, Dinge auf und das wird dann Tag für Tag sende ich diese Dinge, die du loslassen möchtest, die du nicht mehr gerne mitnehmen möchtest, in das nächste Jahr beziehungsweise wo du nächstes Jahr ganz stark dran arbeiten möchtest. Also beziehungsweise was dann losgelassen wird, was nicht mehr in dein Leben gehört, mit jedem Tag mit einem einzelnen Ritual, also jeden einzelnen Wunsch oder auch die die Dinge, die du loslassen willst, sende ich mit einem wirklich extrem hohen, also hochmagischen, hochpotenzierten energetischen Ritual, uralt, aber auch mit neuen Energien, ans Universum. Jeden einzelnen Tag. Und ab dem ähm, 22. ab dem 20. ab dem 20. ne, ab dem 20. ist das, ne? Ne, 22. glaube ich. Na, dann sende ich die Wünsche, die sich in deinem nächsten Jahr äh, erfüllen sollen, dürfen wollen, oder? Na, die du dir wünschst. Du legst also die Samen jetzt für das, was du loslassen willst und was du dir wünschst im nächsten Jahr, Monat für Monat, jetzt in dieses Ritual mit rein und ich sende diese äh, Dinge, die du loslassen willst und die du dir wünschst. Jeden Tag bis zum 6. Januar, vom 8. Dezember bis zum 6. Januar ans Universum. Das ist eine, wirklich eine, das ist so eine unglaublich magische Zeit jetzt, ja. Wenn du da mitmachen möchtest, melde dich bei mir. Ich schreibe dir das dann nochmal alles ganz genau und auch wie teuer das ist, also wie viel das kostet. Für die fast vier Wochen ist es nicht viel Geld. Und der Energieausgleich. Darf auch sein, weil es wirklich eine sehr, sehr, also es macht sehr viel Arbeit. Ne? Und es ist aber auch wirklich traumhaft schön. Du wirst begeistert sein. Und ähm, ja, melde dich gerne dafür an. Schreibe mir, wenn du Interesse hast, gerne über meine Webseite www.kartenlegerin-simone.de, gerne per E-Mail an deine Kartenlegerin at ymail.com und ich blende euch das immer vorher und nachher nochmal ein. Ne? Und auch unter dem Video findet ihr meine Kontaktdaten. Ähm, über Facebook heiße ich Simone, deine Kartenlegerin, Lebensberatung und Chakrenausgleich Und bei Instagram bin ich Kartenlegerin unterstrich Simone und nur mit dem blauen Haken natürlich. So, lange Rede, kurzer Sinn. Beziehungsweise eigentlich nicht, ne? Lange Rede, langer Sinn. <laughs> Viel Sinn. Und ähm, jetzt drehen wir die Karte um. Die Basiskarte eurer Verbindung. Das Hauptthema gerade, was los ist. Oh, ui. Ei, meine Lieben, das Buch, ja, das ist das Buch. Das bedeutet auf der einen Seite Geheimnisse, verborgene Dinge, die jetzt ähm, erfahren werden müssen. Es können auch eine Fortbildung sein, es können auch Rituale sein, die abgehalten werden, würde gut passen jetzt zu der Zeit. Und auch das Karma wird hier mit angesprochen. Ne? Das sind viele Themen. Wir gucken jetzt mal in den Kopfbereich. Ich drehe alle drei Karten hier oben aus dem Kopfbereich um. Zerstöre noch ein bisschen die Deko. <laughs> so. Mache die Deko jetzt wieder kurz mal schön, das sieht ja sonst nicht aus, meine Lieben. So, drehe die Karten alle drei um. Jetzt passt auf. Oh, Im Herzbereich. Oh, wie schön. Oh, ist das schön, meine Lieben. Ja, die Botschaft, also der Titel war ja jemand hat dich enttäuscht und will es wieder gut machen. Das Schicksal greift ein hier. Da ist das Schicksal. Ja, wenn jetzt gleich noch das Kreuz kommt, dann schreie ich. Nein, da schreie ich natürlich nicht. Aber ihr wisst, wie das meine. <laughs> ähm, es ist wirklich stark. Aber das ist auf jeden Fall schon mal auch die äh, Botschaft, dass ähm, ihr etwas Karmisches aufzulösen habt, vielleicht. Mhm. Und jetzt schaut mal hier. Hm. Da kommt im Herzbereich deines Gegenübers und natürlich auch bei dir das Herz, die Brücke und er selbst. Er hat sich selbst reingelegt. Wenn wir das jetzt für deinen Gegenüber deuten dann bedeutet das er ja er also es gab einen Stillstand irgendwie gerade Verletzungen möglicherweise eine Stagnation zwischen euch es muss gar keine räumliche Trennung oder irgendwie gegeben haben es kann es reicht auch dass da eine emotionale Distanz passiert ist vielleicht ist das von dir gekommen vielleicht aber auch von ihm vielleicht von euch beiden und er möchte eine Brücke wieder zu dir bauen und du möchtest aber auch die Brücke zu ihm bauen er legt sich jetzt selber wieder hier rein in die Mitte, also in die, äh, in die Kartenmitte, das heißt auch eben in den Herzbereich. Das heißt, das hatten wir das letzte Mal auch, dass er sich schon auch natürlich wichtig nimmt was auf der einen Seite natürlich gut ist und äh, jeder, muss, jeder Mensch muss sich wichtig nehmen. Auf der anderen Seite kann es aber auch bedeuten, dass er sehr egozentrisch war, viel an sich gedacht hat und jetzt eben die Brücke schlägt zu dir. Die Brücke baut zu dir, weil ihr seht hier Mann und Frau, also ein Pärchen, ne, egal Mann, Mann, Frau, ist auch, äh, gleichgeschlechtliche Paare sind hier auch mitgemeint und auch herzlich willkommen. Ähm, es geht aber hier dabei. Darum, dass eine Erkenntnis stattgefunden hat oder jetzt vielleicht gerade stattfinden tut oder muss. Ja, eigentlich ist das aber die Gegenwart. Das heißt, ach nee, Quatsch, das ist ja nicht der Herzbereich. Was rede ich denn da? Ach, meine Lieben, natürlich, der Herzbereich ist ja hier. Nein, das ist der Kopfbereich. Naja, ich habe Herzbereich gesagt, weil das Herz hier gefallen ist. Hm, naja. Meine Lieben, es ist der Kopfbereich. Das heißt also, das findet in seinem Kopf statt, dass er sehr stark darüber nachdenkt und es ist dennoch ein Stillstand zu sehen, also, sehr, also emotionaler Stillstand. Er, er denkt darüber nach, wie er eine Brücke zu dir bauen kann und nimmt sich aber selbst wichtig. Vielleicht ist er selber noch ein bisschen beleidigt, vielleicht ist er da noch nicht so ganz so weit ähm, zu reflektieren. Also er reflektiert schon, aber ich sehe da irgendwie auch. Noch eine kleine, klitzekleine Unreife. Könnte auch bei dir sein, aber dennoch ist das in seinen Gedanken. Er liebt dich. Er will die Brücke zu dir bauen. Da ist eine Erkenntnis, hat da stattgefunden oder kommt jetzt gerade. Ne? Es muss jetzt eine Erkenntnis stattfinden, damit diese Brücke gebaut werden kann. Von Herz zu Herz und nicht zu Ego. Vielleicht kommuniziert ihr, wenn ihr vielleicht miteinander streitet. Dass einer wirklich von Her sein Herz öffnet und der andere ist aber im Ego. Und das könnte das hier dieses Bild auch bedeuten. Und das funktioniert nicht. Da kommst du auf keinen grünen Zweig, da kannst du diese Brücke auch nicht betreten, da, hab, da versperrt ihr euch. Die haben die Brücke ja im Mund. Ja? Also es besteht auf jeden Fall ein verbales, äh, kommunikatives Problem, also ein Kommunikationsproblem habt ihr. Ne? Dass der eine immer mit dem Herzen und der andere immer mit dem Ego. Ähm, Kommuniziert, ich brauche nochmal einen Schluck Kaffee, meine Lieben, Entschuldigung. Und da braucht ihr ein bisschen Unterstützung. Vielleicht, ja, da dürft ihr euch, wie soll ich sagen, ihr, ähm, es möchte jetzt eine Situation kommen und das ist eigentlich was Schönes. Das ist zwar ein bisschen die Vergangenheit, der Kopfbereich, die Vergangenheit, aber dennoch kommt es jetzt, da kommt was in Bewegung. Ihr dürft euch dabei auch versuchen, nicht so ernst zu nehmen oder euch selber schon ernst, also dich und dein Gegenüber ernst nehmen natürlich, aber die ähm, manchmal die Situation vielleicht zu entschärfen, indem ihr miteinander lacht oder versucht, einen Schritt zurückzutreten. Das von außen, die Situation von außen ein bisschen zu betrachten und ähm, somit ein bisschen diese, diese, dieses, diese Feurigkeit, vielleicht auch eine, einen Tackenwut dabei zu entschärfen, also die Situation zu entschärfen und die Wut rauszunehmen. Versteht ihr, wie ich das meine? Wir gucken jetzt mal nochmal in den Herzbereich. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr viel Liebe zu sehen bei euch. Ähm, ihr habt hier eben die, ah, der Vater, die Vaterenergie, der Bär, auch die Vergangenheit, dann das Karma, das passt ja wie, hört alle weg, Arsch auf Eimer, ich habe es nicht gesagt. <laughs> und nein, und die Streitgespräche, ah, und wieder das Karma. Seht ihr hier das Kreuz? Da könnt ihr das sehen. Das ist auch eine Karte, die auch ähm, teilweise Karma bedeuten kann. Das ist jetzt also das doppelte Karma. Einmal war es in der Botschaft, ne, das Schicksal äh, greift ein und dann noch mal hier doppelt jetzt schon zu sehen in den ähm, ersten sechs Karten. Das ist natürlich sensationell und auch eben die Vergangenheit. Ähm, der Bär ist unter anderem natürlich eine starke äh, Karte, die Stärke, ähm, Leidenschaft auch bedeutet, aber auch Erdung. Also ihr habt eine sehr tiefe Liebe, eine sehr Lang anhalten, ne? entweder seid ihr schon lange zusammen oder ihr werdet lange zusammen sein. Es kann auch sein, dass ihr ähm, eine Lebensendpartnerschaft habt. Und ja, das ist etwas sehr, sehr Spirituelles auch zwischen euch. Ihr versteht euch ohne Worte. Ihr habt, vielleicht streitet ihr euch viel, ne? also nicht nur vielleicht, ihr streitet euch offensichtlich viel. Ihr habt viele Meinungsverschiedenheiten. Aber auch, um daran zu wachsen, um an euch selbst einzeln und an eurer Beziehung zu wachsen. Und das können eben hier diese beiden Karten eben auch bedeuten, gerade wenn die nebeneinander liegen. Es kann auch sein, dass es noch ein, Verhe äh, ein Geheimnis aus der. Ein, Verheim ein Verheimnis, ist auch schön. Ein, es war jetzt Vergangenheit und Geheimnis gleichzeitig, also zusammengemixt. Ein Geheimnis aus der Vergangenheit bedeutet. Mann, als wäre ich besoffen, ne? Also wirklich. Bin ich nicht. Irgendwie. Äh, ich habe vorhin an Glühwein gedacht, anscheinend hat das schon ausgereicht, dass ich hier anfange hier da ein bisschen die Worte zu vermixen, also wirklich brauche nochmal einen Schluck Tee, mein Lieben. Mm. Also Konzentration jetzt. Ein Geheimnis könnte aus der Vergangenheit jetzt euch irgendwie ein bisschen schwer belasten, vielleicht bei euch einzeln, vielleicht bei deinem Gegenüber, dass er ein Geheimnis hat. Mm. Und er möchte dir das gerne sagen. Das könnte tatsächlich die Enttäuschung sein. Ja, die ich jetzt also ne, gesehen hatte schon vorher. Das könnte die Enttäuschung sein. Wenn das hier irgendwie äh, übrigens hier so Geräusche macht, das ist da hinten der, der Weihnachtsbaum, der sich dreht, ne? Der rappelt so ein bisschen vor sich hin. <laughs> Ja, das könnte wirklich die Enttäuschung sein, die hier zur Sprache kommt, das Ding aus der das Geheimnis aus der Vergangenheit. Aber meine Lieben, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Vergangenheit ist Vergangenheit. Blicke nach vorne ähm, und versuche mir manchmal auch fünfe gerade sein zu lassen. Vielleicht auch die Situation ein bisschen mit Humor zu betrachten. Es kommt natürlich darauf an, was es ist, ne? Also, ja, das ist schon klar. Aber es könnte sich natürlich auch um Betrug handeln, also um Lüge, ja. Es kann aber auch sein, dass das was ist. Aus der Familie von ihm, aus deiner Familie oder aus, aus einer ver vergangenen Beziehung, ja, das kann auch möglich sein. Seid dann nicht so hart zu euch selbst und auch nicht zu deinem Gegenüber, ja. Und jetzt ähm, guckt mal hier, der Bär, ne, also ihr habt eine starke Beziehung, die hält das aus. Ja, davon kannst du ausgehen. Dieser Streit, der eventuell da ist oder vielleicht kommt oder, äh, oder ein Thema ist, was euch schon lange beschäftigt oder dauernd immer wieder auf zur Sprache kommt und ihr könnt das nicht lösen und so weiter. Da kann man übrigens auch energetisch sehr sehr viel tun. An Blockadenlösung, Aura Reinigung, Chakrenausgleich, einer Intensivreinigung oder auch einer Karmaablösung, das geht auch, weil vieles an Karma das gehört gar nicht mehr zu euch. Das kann auch was ganz Altes sein. Das kann ich jetzt hier. Also, es sieht aus, als wäre es was Altes, weil die Vergangenheit hier auftaucht. Mm, ähm. Das muss ich dann, müsste ich aber oder würde ich auch natürlich einzeln nochmal, wenn du dich bei mir meldest und ich dir das hier anschauen darf, dann würde ich natürlich da ganz genau nochmal drauf schauen. Ich habe aber das Gefühl, das ist wirklich ein ganz altes Karma. Vielleicht auch aus einem eurer vorherigen Leben, auch zusammen, was ihr zusammen hattet, kann auch sein. Und das zieht sich manchmal noch wie ein roter Faden durch dieses Leben. Also, wenn du an Karma glaubst, musst du nicht. Ne? Mhm. Energetisch kann man das aber teilweise schon auch sehen und wenn dem so ist, dann zieht sich das wie ein roter Faden durch eure Beziehung und du bist angetriggert manchmal durch so einzelne Sachen und du weißt vielleicht gar nicht warum, also nicht genau warum und dein Gegenüber genauso und oder der regt dich plötzlich auf und du könntest aus der Haut fahren sozusagen und weißt gar nicht, warum. Du, auch, ne, das könnte sein, dass dann dein mangelndes Selbstwertgefühl oder auch seins, die mangelnde Selbstliebe, das mangelnde Selbstvertrauen hier eine Rolle spielt und wo das, warum das so äh, sch, mangelhaft ist, sage ich jetzt mal nicht schlecht, es war schlecht, ist, können nur kann Obst oder Gemüse werden oder so ne? <laughs> verderbliche Sachen. Ähm, das ist, das kann ich nachgucken. Ja, vielleicht weißt du es auch. Vielleicht ähm, bist du früher geärgert worden, gemobbt worden oder wie auch immer, oder deine Eltern haben dich. Es kann sein, dass es an der Vaterenergie liegt, also oder an der männlichen Energie in dir oder in deinem Gegenüber, was dich triggert oder was äh, du, was dir vielleicht fehlt, auch. Vielleicht hast du die männliche Seite in deinem Leben, als in, in deiner Kindheit vermisst. Vielleicht hast, das, hast du ein Vaterthema, das kann möglich sein. So. Das gucken wir jetzt, das gucken wir jetzt mal nach, meine Lieben. Ich schaue mal, weil ich jetzt gerade gesagt habe, vielleicht hast du ein Vaterthema. Da gucke ich jetzt mal hier in deinem Herzbereich. Ich muss gucken, dass ich nicht erstens die Deko umreiße und auch nicht die Kamera. Ich muss mich ja hier so lang schlängeln. Ich gucke mal in deinen Herzbereich. Da kommt häufig sehr, sehr viel ans Licht. Ich habe jetzt nur zwei Karten gezogen. Ähm, werde gucken, was da eben, ähm, was da liegt, ja. Und es ist... Es ist immer wichtig, dass du eben auch an dir arbeitest und dass wir schauen, welche Botschaften sind hier ja bei dir einfach wichtig. und ich mache das. Ich lege diese Karten nicht nur für dein Gegenüber und wir schauen, wie es deinem Schätzchen geht, deinem Herzensmenschen. Ne? Und wie wir ihm oder ihr helfen können, sondern es ist wichtig, da ihr euch ja spiegelt, dass ich auch schaue, wie geht es denn dir? Wo hast du denn Themen, die dich beschäftigen? Was will jetzt hochkommen? Was kann sein, was da äh, in dir brodelt? Ja. Fällt mir gerade übrigens ein, wird mir gerade nochmal eingegeben, habe ich gerade auch schon mal gesagt, aber nochmal, jetzt wird es mir nochmal äh, vermehrt ins Ohr gegeben, hier von der göttlichen, geistigen Welt. Das, das Buch, ne, das heißt natürlich auch Fortbildung oder altes Wissen, das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Vielleicht ist es auch für dich an der Zeit, vielleicht strugglest du gerade mit dir, also du kämpfst mit dir selber. Ähm, vielleicht hast du wirklich so ein geringes Selbstwertgefühl von deinem Vater möglicherweise oder einer männlichen Energie äh, oder mit, von einer. Männlichen Personen in, deinem, in deiner Kindheit, in deinem Umfeld zu tun gehabt, die dich so geprägt hat, dass du dich nicht traust, äh, deinen Weg zu gehen. Kann möglich sein, also was beruflich, dem der, äh, beruflichen Schritt angeht. So, jetzt drehe ich die Karten um. Ich sage dir gleich, was ich sehe. Ui, der Feuertanz ist das mit der Kenas-Rune. Ähm, wow. Das passt wie, ich muss es schon wieder sagen, also wie, wie, wie der. Ja, ne? Punkt, Punkt auf einmal. Das ist ja unglaublich. Weil ich habe gerade gesagt, ähm, ich wusste nicht, was hier liegt. Ne? Ich habe die gezogen, die Karten und vorbereitet für uns, weil ich gerade gesagt hatte, ähm, hier die, ähm, das alte Wissen. Und jetzt kommt hier dir der, der Feuertanz, der Tanz um das Feuer und die Kenasrune, die heißt auch unter anderem Erleuchtung. Ja? Das heißt, dass da Dinge auf dich zukommen, wo du. Ja, also natürlich, wo du erleuchtet wirst sozusagen, ja. Wo du ähm, Dinge vielleicht abrufen kannst jetzt. Und schaut mal hier auch die, ähm, die Zehn der Felsen, ne, ist das hier. Die junge Hexe hier auf dem, auf dem Floß. Ja, du bist noch recht sicher hier auf dem Floß. Und du reist aber hier auf dem, ähm, auf dem Fluss. Vielleicht der Gefühle, ne? ihr wisst, Wasser heißt immer, sind immer Gefühle. Äh, die Besen sind allerdings nicht die Stäbe, sondern die, die, es ist die Luftenergie. Das heißt, das sind die Schwerter. Und die Zehn der Schwerter ist eigentlich eine sehr starke Belastungskarte. Die Ste Zehn der Stäbe wäre genauso fast. Ne? Aber auch die, die Zehn der Schwerter, ähm, die bedeutet, dass... Ach, ich musste mich mal kurz anders hinsetzen hier, ähm, die bedeutet, dass du, du bist ein absoluter Kopfmensch und da steht dir dein, dein Kopf macht dir häufig mal einen, den, einen Strich durch die Rechnung und der steht dir im Wege und du, ähm, du verzettelst dich irgendwie, ja? Kannst du das nachvollziehen, dass du dich verzettelst in manchen Situationen und das kann eben hier auch jetzt mit der, mit der Prüfung oder eine, also eine Prüfung, es kann sein, dass du eine Prüfung hast und total aufgeregt bist. Es kann auch eine Prüfung des Lebens sein und eben hier die oder halt eine, eine ähm, einen Wunsch, eine Berufung, die du ja, die du leben willst und die du aber dich nicht traust zu leben. Ja, das kann wirklich kann wirklich sein. Und du fährst hier auf dem Fluss der Gefühle. Du bist eigentlich sicher, aber ähm, da kommen, seht ihr das? Da kommen Hindernisse. Und du bist sehr verkopft, du weißt nicht, was du tun sollst. Es könnte sein, dass das dein Floß an den, da, an den Steinen da zerschellt und du auch nicht weiterkommst. Da ist eine Blockade in dir zu sehen. Offensichtlich eine Blockade. Und die Kenas-Rune, die jetzt hier auf dem ähm, hier zu sehen ist, da unten, ne? dieses größer oder kleiner als Zeichen, hm. Mathematisch, die bedeutet, dass dein Bewusstsein sich entwickeln möchte, also du und dass du ähm, also wirklich du, kurz vor einer Erleuchtung stehst. Das bedeutet unter anderem auch, dass du ähm, dass du die, was ich am Anfang gesagt habe, das Leben liebt dich. Dass du dir bewusst wirst, dass du einen Platz in diesem Leben hast, in diesem Leben auch verdient hast. ja, Dass du nicht umsonst hier bist, dass du wichtig bist und dass du vielleicht ein bisschen umdenken musst. Und zwar, ähm, da hier die Zehn ähm, die der, der Felsen, äh Quatsch, Zehn der, B, doch Felsen, ach nein, zehn der genau die zehn der Felsen ähm, gefallen ist, ist es auch so, dass das natürlich auch ähm, eine starke ähm, massive Sicherheit dir wichtig ist. Du brauchst, du bist ein bisschen aus deiner Ur, aus deinem Urvertrauen rausgehauen, ne? Du bist nicht in der Lage, manchmal dich so zu fokussieren und wirklich dein Feuer anzuknipsen, was du hier siehst ne, auf der Seite, ähm, und dich inspirieren zu lassen. Du brauchst ganz viel Inspiration und die möchte auch kommen jetzt. Du möchtest dich jetzt entfalten. Vielleicht ähm, brauchst du da ein bisschen Unterstützung. Ähm, Vielleicht bist du gerade auch an einem Punkt in deinem Leben angekommen, wo du wirklich auch gerade negative Konsequenzen fühlst, ja, weil du vielleicht irgendwo falsch abgebogen bist, ne? Hupala. Entschuldigung, ich bin gegen die Kamera gekommen. Das kann sein, dass du jetzt eben vor, vor Hindernissen stehst, ne? vor diesen Felsen da, vor diesen. Ja, wo es nicht weitergeht. Und eigentlich möchtest du dieses sichere Haus erreichen, was dir auch zusteht. Du möchtest dein, deine Stabilität erreichen, dein Schloss, deine, deine Hütte. Das ist jetzt eine kleine Hütte, aber das ist vielleicht dein Traum. Und egal, was dein Traum ist, du möchtest es erreichen. Und ähm, vielleicht fehlt dir manchmal auch ein bisschen die Begeisterung. Das Feuer, ne? das ist ja, früher hat man gedacht, ähm, die Urmenschen haben gedacht, das ist ein lebendiges Wesen. Ja, das ähm, Feuer ist etwas absolut, absolut Essentielles in unserem Leben. Ne? Die Elemente, hier eben auch ähm, Erde und Luft, ja? also das ist, sind, ist auch ist Erde oder Münze, ne? Münzen und natürlich eben hier auch die, ähm, die Luft und die Flamme, die eben auch ja die das Leben spendet die 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 dir Lebenskraft Vitalität schenkt und ähm, du 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 fühlst dich ein bisschen wackelig und du hast das Gefühl oder du hast Angst vorm Scheitern ja es ist vielleicht nicht nur das Gefühl du hast Angst zu scheitern aber du kannst auch ja eigentlich kannst du hier auch anlegen hier vorne oder versuchen so zu navigieren mit deinem Geist. Du du hast, bist ein starker Kopfmensch, aber das ist auch eine deiner Stärken, ja? Dir steht nur dein Kopf oft im Wege, weil du dann deine Leidenschaft aus dem Herzen verlierst. Und das muss musst du zusammenbringen. Die zwei müssen sich, die müssen sich knutschen. <laughs> ne? Die müssen sich finden. Und das kann sein, dass das eine starke Blockade ist. Vielleicht kommt das von der Vaterenergie oder auch von einer Energie aus deinem Umfeld. Das kann irgendeine männliche Seite sein. Es kann aber auch eine männliche Seite in einem Menschen sein. Und es kann auch sein, dass deine männliche Seite dadurch ein bisschen, also du bist, ja, du bist, also dass du zu stark in deiner männlichen Seite bist. Dass du musst versuchen, deine männliche und deine weibliche Seite in Einklang miteinander zu bringen. Das heißt, du musst, du musst gar nichts, sage ich immer. Ne? Du darfst, du darfst versuchen, äh, oder du kannst ja mal versuchen, wenn du damit resonierst, ja, mit dem, was ich hier sage, deine männliche und deine weibliche Seite mehr miteinander zu verbinden. Weil hier, du stehst hier auf dem Floß und hier ist das Wasser und dann ist da der Fels. Und na, du musst, du solltest versuchen, deine Gefühle, in den Einklang zu bringen und nicht nur immer oben drauf zu schippern, sondern vielleicht auch mal einzutauchen, ja. Nimm dir Zeit für deine Aufgaben hier, für diese Inspiration, für deine Themen, dass, die du jetzt vielleicht ergründen möchtest. Vielleicht komm, möchtest du neues Wissen anhäufen, dass du vielleicht irgendwas machen möchtest in deinem Leben, neue Wege gehen willst, ja? Und es, ja. Es kommt jetzt eine Zeit, wo du dir eben auch Unterstützung suchen darfst. Hier bist du ein bisschen einsam, ja, und obwohl hier oben brennt ja auch der Ofen, das Kaminfeuer, und du sehnst dich auch danach. Nach Zweisamkeit, nach, nach Zweisamkeit, nach Dreisamkeit, nach, nach deiner Familie vielleicht oder danach eine Familie zu gründen oder einfach mit deinen Freunden zusammen zu sein oder auch gleichgesinnte Menschen zu treffen. Und das ist was Wundervolles. Ne? Und diese Menschen, die, die feiern zusammen, die ähm, arbeiten zusammen vielleicht auch. Oder das sind einfach wirklich Menschen, die dich unterstützen können. Ja, vielleicht. Bin ich auch eine davon? Ja, wer weiß. Vielleicht möchtest du mich kontaktieren. Tu es sehr gerne, trau dich, äh, schreibe mir gerne äh, eine Nachricht oder über meine Webseite, wie auch immer. Ne? Und du brauchst auf jeden Fall ganz viel Beständigkeit und bist eine große Zweiflerin. Aber hat, du hast ein ganz großes Wissen, da sieht man es auch, und das möchte jetzt an die Oberfläche kommen. Dafür musst du dich vielleicht noch mehr mit deiner männlichen Seite verbinden, meine Lieben. Ja, Das ist wirklich spannend. Ähm, wundert euch übrigens nicht, wenn ich mal irgendwie was verwechsle jetzt an, äh, wenn ich plötzlich eine Aussage mache, man sieht, man sieht da die, die Felsen und dann sage ich aber, ja, das ist aber Luft, hier Energie. Wenn ich das mache, wundert euch nicht. Das ähm, wird mir dann eingegeben von der göttlichen geistigen Welt und manchmal habe ich ja auch so Versprecher, ne Verhasbler und ähm, wir haben schon sehr viel gelacht darüber, ne hier bei unseren Videos immer ähm, und ja manchmal ist es aber ein, das ist nicht manchmal, es ist immer hat immer einen Grund und manchmal bin ich auch dabei und sage plötzlich gar nichts mehr, dann muss ich erstmal hören, was die göttliche geistige Welt mir sagt. Wundert euch nicht, ich habe also ich bin nicht plem plem, sondern <laughs> ich bin in äh, Kommunikation dann eben, ne, ich fungiere ja gerade als Kanal und dann muss ich eben auch manchmal hören, was sie mir eingeben und ähm, das ist manchmal so viel und sowieso so viele ach, Infos, das kann ich manchmal gar nicht richtig. Ähm, ja, sofort in Worte bringen, ne? in Worte fassen. So schnell bin ich gar nicht mit meinen Worten. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Geistig sind wir alle viel schneller, aber als Mensch hapert da manchmal ein bisschen. So, jetzt gucken wir mal bei deinem Gegenüber im Herzbereich und da bin ich jetzt gespannt. Ach nee, auch eine Prüfung. Der Mond der Besen. Ach und die Brieftaube. Ach, schaut mal. Das Brieftäublein. Ja, dein Gegenüber kommt auf jeden Fall auf dich zu beziehungsweise möchte auf dich zukommen, da haben wir leider keine Rune dabei ähm, dein Gegenüber möchte auf dich zukommen, das stellt hier eine Kommunikation dar das ist natürlich aber ähm, wenn ich mir das jetzt zusammen angucke, die Kommunikation ist zwar groß und möchte auch da sein und möchte mh, er möchte dich äh, kontaktieren Jetzt sehe ich aber hier, das ist jetzt der Mond, äh, der Besen, dass die junge Hexe, die hier steht, seht mal, die ist fast nackt. Ähm, das kann stehen für ähm, Selbstbewusstsein oder auch ein überschätztes Selbstbewusstsein, ja. Und sie macht ja hier irgendwie wirkt einen Zauber und ähm, versucht Dinge. Ja, wieder klarzustellen, vielleicht zu, zu nicht manipulieren, das würde ich gar nicht sagen. Einfach wieder sich zu wünschen und daran zu arbeiten, dass etwas in die Veränderung geht. Ja? Das Thema ist hier, also da auch der Mond jetzt kommt, ist das natürlich, kann das natürlich auch sein, dass es jetzt. In der Mondphase oder auch die Phase danach, also die, wo dann die Vollmondphase wiederkommt. Jetzt kommt ja erstmal der Neumond. Ne? Ähm, diese Karte bedeutet auch Neumond. ja, Der Mond der Besen, das ist der Neumond. Und ähm, es kann eben sein, dass es jetzt wirklich in den nächsten Tagen ähm, darum geht, dass er mutig ist und in die Kommunikation geht. Ähm, und eben einen Neuanfang mit dir sucht. Ähm, da, Also die, wie, wie gesagt, diese Nacktheit, ne, die heißt einmal, manchmal kann sie ein bisschen, ähm, na, wie soll ich sagen nicht, Oberflächlichkeit ist vielleicht das falsche Wort. Also, mh, ähm, also er möchte sich nackig machen, er möchte dir wirklich seine Gefühle offenbaren. Er möchte sich bei dir entschuldigen, er möchte was wieder gut machen, das habe ich ja schon gesagt. Und die Enttäuschung erkennt, er weiß um diese Enttäuschung, ähm, die du fühlst und möchte alles tun, ja, dass du ähm, wieder glücklich wirst mit ihm. Und er offenbart sich dir. Ne? Also die Nacktheit heißt auch, dass er ähm, seine Gefühle offen dir mitteilt und. Dass er ein Neubeginn möchte, ja. Ähm, manchmal kann das eben, wie gesagt, auch ein bisschen Eitelkeit heißen oder so, dass er sich ein bisschen überschätzt. Das würde auch hier zu dem, hier oben zu dem ähm, Dingsbums passen, zu dem Herren, also der, ne, dass er sich selber reingelegt hat, oben in die Gedanken. Das kann halt sein, dass er da noch ein bisschen arbeiten muss an sich, um sich selber nicht so wichtig zu nehmen, ne? was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Ähm, aber es geht jetzt wirklich auch um sein Selbstbewusstsein, um seine Entscheidung, dass er Selbstbewusstsein aufbaut, und zwar richtiges Selbstbewusstsein, jetzt kein hier das falsche Selbstbewusstsein seines Egos, sondern wirklich sich öffnen und sein Herz öffnen und dann daraus die Gefühle offenbaren und daraus Selbstbewusstsein ziehen. Ja, das meinte ich. Und sich selbst zu lieben natürlich auch. Natürlich ist das auch äh, die Hexe, ne, die sich so zeigt, die liebt sich natürlich auch selbst und das ist wichtig und das muss auch sein. Ne? Das, ähm, das ist wichtig. Ja. Es ist wichtig, sich selbst zu lieben und der Neumond bedeutet eben einen Neubeginn. Und es ist witzig, dass morgen jetzt Neumond ist. Ne? Ja, das ist wirklich spannend. Also, meine Lieben, ich bin äh, begeistert, was das bedeutet. Und ähm, ja, auch hier bedeuten die Besen eben Klarheit. Also, äh, das sind die die na die Luftenergie ist das, ne? Also Luftelement, Luft ist das. Und Dein Gegenüber könnte ein Luftelement sein, also Zwillinge. Das würde ich jetzt fast sogar, obwohl du hast ja auch Luft, ein bisschen, aber auch eben Erde und Feuer. Also bei dir ist eine große äh, Ausprägung. Ich, also du suchst auf jeden Fall nach Stabilität. Das könnte sein, dass du ein Erdelement bist und dein Gegenüber ist Luft, es muss aber nicht sein. Es, hier ist auch ganz viel Feuer und eben ähm, auch Luft zu sehen. Beziehungsweise eben Erde, viel Erde, aber auch Luft. Ähm, bei deinem Gegenüber könnte es wirklich vermehrt Luft sein, weil auch die Brieftaube, ne, die fliegt durch die Luft. Ähm, ist möglich, muss aber nicht. Es kann auch sein, dass es einfach eine Betonung im Horoskop ist, ja, bei euch. So. So, jetzt gucken wir mal in die Basisenergien und was kommen möchte, wie es vielleicht auch ausgeht, jetzt oder weitergeht. Oh, meine Lieben, ja, also ihr seht den Baum, den Reiter und die Sterne. Tja, das bedeutet, dass, ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein Familienthema, was jetzt nochmal wichtig ist. Das kann sein, dass er gerade mit der Familie eben tatsächlich vielleicht auch mit seinem Vater irgendwas hat oder du. Dass da viel, äh, ge, ja, viel geregelt werden muss, könnte auch sein. Oder dass der Vater in eure Beziehung reinfuscht, könnte auch möglich sein. Ähm, es geht auf jeden Fall darum, wirklich fünfmal gerade sein zu lassen, sich mal zu entspannen, aber auch wirklich dran zu bleiben und an eurer, ähm, ja, daran zu arbeiten, dass die blockaden gelöst werden. ja, dass ihr euch besser versteht emotional. ja, ich bin keine ärztin. ich kann jetzt nicht sagen hier psychische gesundheit. Äh, weil das ähm, ne, gesundheit gehört immer zum arzt. aber es geht darum, dass ihr euch besser tut, also dass ihr euch nicht irgendwie toxisch behandelt, ja? sondern dass ihr reflektiert. Und er weiß, er hat einen Fehler gemacht. Vielleicht hast du aber auch einen Fehler gemacht. Das kann auch möglich sein. Das bedingt sich ja manchmal auch gegenseitig und dass ihr es wieder gut machen wollt. Denn das heißt, ihr möchtet aneinander und miteinander arbeiten. Ihr bedeutet euch viel. Er gibt euch Stabilität und das möchte und darf auch kommen. Ihr möchtet erblühen und das Leben möchte geschehen. Ja, so er möchte auf dich zukommen. Das ist eine Kommunikationskarte. Ne? wenn man manchmal mich fragt hier wann meldet er sich wieder er meldet sich das ist eine ganz klare Meldung jetzt innerhalb von kürzester Zeit ja und eine positive Nachricht möchte da kommen und dann kommen die Sterne das heißt ihr seid Seelenpartner und das kommt das passt hier jetzt mit dem mit dem Karma zusammen das heißt vielleicht sogar dass ihr Dualseelen seid oder Zwillingsflammen das ist etwas wundervolles und zwar könnte es auch, also wenn ihr Dualseelen seid, könnte es diese, dieses Feuer zwischen euch beschreiben? Also, dass ihr so richtig so, so gegeneinander knallt und dann explodiert ihr. Das kann sein, wenn du ein Feuerwesen bist, also Feuerenergie hast und dann Gegenüber ist Luft, dann explodiert ihr, wenn ihr aufeinander trefft. Ne? Aber so richtig. Aber ihr inspiriert euch auch. Äh, gleichzeitig sehr und seid eben auch so genauso leidenschaftlich miteinander, ja, oder füreinander oder für die Sache. Ihr brennt für eine Sache, ja, das sieht man deutlich. Ihr brennt füreinander sowieso und ihr würdet auch für den anderen eure Hand ins Feuer legen. Mhm. Ja, aber es geht jetzt wirklich darum, dass ihr Selbstliebe praktiziert, dass ihr euch gegenseitig eure Gefühle offenbart, dass. Ja, ihr Stabilität findet in euch, dass ihr euch verbindet auch in euch selbst mit eurer männlichen Seite, euch ausgleicht, ja. Und ähm, jetzt kommt wirklich die Stunde der Wahrheit auf euch zu. Ne? Diese, das Geheimnis wird gelüftet oder da kommt ein Geheimnis, was ein Streitthema bei euch ist und das möchte jetzt endlich gelüftet werden und ja an die Oberfläche kommen. Das kann ein bisschen brenzlich werden zwischen euch, aber ihr schafft das. Ihr liebt euch sehr, 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 sehr. Ihr seid Dualseelen. Ihr seid karmische Partner, äh, aber jetzt nicht nur negativ, sondern ähm, nicht karmische Lernpartner. Das ist ja manchmal, das müssen ja nicht immer äh, Liebende sein. Ui, jetzt hier. Es müssen ja nicht immer nur Liebende sein, sondern ähm, können auch normale Freundschaften sein oder Familie oder wie auch immer. Ähm, aber bei euch ist das, ihr seid karmisch verbunden und habt wirklich ähm, einen starken, starken spirituellen Halt miteinander. Das heißt, wenn ihr wirklich Dualseelen seid, dann flutscht ihr zusammen wie ein, wie als wenn der eine am Gummiband ist und der andere auf der anderen Seite, dann zieht ihr euch wieder an und geht aber genauso wieder auseinander. Aber ihr prallt dann wieder immer wieder aufeinander und ähm, ja. Denk daran, dass du jetzt für dich Klarheit bringen, also in deinen dein Oberstübchen, in deinen Kopfbereich, weil du ja sehr viel denkst, bringen darfst und dich da ordnest, damit du klarer siehst. Das ist ganz wichtig. Du musst dich mit deinem Herzen verbinden, aber auch mit deiner männlichen Seite. Ach, meine Lieben, also ich muss sagen, ich bin begeistert. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr eine Partnerrückführung wünscht, Partnerzusammenführung, Blockadenlösung, alles ist hier möglich. Eine intensive Reinigung, wirklich ein, ein Chakrenausgleich, eine Aura-Reinigung, auch Fremdenergielösung wäre hier vonnöten, würde ich sagen, weil das Karma, das darf auch gelöst werden. hier. Ne? Also hier... Das darf gelöst werden. Und vielleicht ist da eben auch eine männliche Energie oder eine sehr starke Energie, die euch irgendwie verletzt oder belastet. Das kann auch sein. Ne? Auch diese fremden Energien darf und kann ich lösen. Und wie gesagt, ich schaue mir das vorher, wenn du mir schreibst, alles nochmal genau an. Also dann, ich ne, lege, gucke mir dann nicht diese Legung an, sondern ich schaue wirklich genau in deinen und in das Energiesystem deines Gegenübers hinein und äh, kommuniziere natürlich auch mit euren Seelen und mit der göttlichen geistigen Welt und hole mir jegliches Einverständnis. Ja, das ist sowieso klar. Das ist diese Analyse, die geschieht sowieso vorher immer noch mal für jeden oder jede für euch, ne? meine Lieben, da könnt ihr ganz, ganz ähm, klar von ausgehen, ganz beruhigt sein. Ich räume jetzt die Karten zur Seite, würde ich sagen, und wir ziehen jetzt eine wundervolle Karte von Heike Bender. Und zwar muss ich die gerade mal holen, sehe ich gerade. so, ich habe gar nicht die Karten genannt, ne, mit denen ich arbeite. ist wieder das äh, Lenormand-Kartendeck Human Dreams von Maria Bergmann. Wieder die wundervollen Karten von Ilona Herzog und Petra Schieve ähm, Elfentarot mit Runensymbolen. Und natürlich von Heike Bender die, ähm, nach wie heißen sie, Göttinnen-Lichtbotschaften. Als auch das Teen Witch Tarot von Laura Tuan. So, jetzt hole ich mal kurz die Karten. Die habe ich nämlich da zur Seite gelegt. So, es hat ein bisschen geraschelt. Das letzte Mal war das Thema: sei zufrieden. So, das sind die wundervollen Karten, meine Lieben. Sei zufrieden. Ja, sei zufrieden mit dir, mit dem Leben. Liebe das Leben, liebe dich und ja, verbinde dich wirklich mit dir. Das ist ganz wichtig. So, meine Lieben, ich mische die Karten. Das ist jetzt, ich ziehe jetzt eine Kollektivenergie. Und zwar, oh, das sind, die sind verkehrt rum. Dann muss ich sie nochmal umdrehen. Ähm, eine Kollektivenergie ziehe ich jetzt. Ich schaue, welche Energien uns die göttliche geistige Welt, die Göttinnen, jetzt mitgibt für. Ähm, oh, die ist verkehrt rum. Für die kommende Woche. Ich schaue und ermittle jetzt für das Kollektiv die Energien, wie gesagt, die uns unterstützen und die uns die göttliche geistige Welt eben bereitstellt. Ja, und dafür konzentriert ihr euch. Atmet in eure Herzenergien hinein. Öffnet eure, eure Herzenergien, öffnet euer Herz, euren Geist. Lasst alles los. Verbindet euch mit dem Universum. Und ich werde jetzt oh, die Karten sprechen. Jetzt, jetzt macht ihr gut mit, meine Lieben. Entspannt euch, hört auf meine Stimme. Und ich werde die Energien jetzt aufnehmen. Wie durch einen Kanal fließen die Energien durch mich durch und ich werde. Oh ja, das ihr macht sehr gut mit. Oh ja, hier, diese Karte ist es. Da, die hat sich hinten ein bisschen versteckt. Entschuldige, dass der Kreis nicht so schön sah aussah. Jetzt bin ich gespannt, welche Karte das ist, meine Lieben. Ich drehe sie gleich um. Versuchung. Wow. Ja, das kann jetzt natürlich vieles bedeuten. Versuchung. Das klingt auf der einen Seite erstmal natürlich nicht so gut, weil vielleicht wirst du in Versuchung geführt und du darfst hier einfach schauen, wo dein Weg lang geht. Ich mache mal hier ein bisschen. jetzt stecke ich die Kerzen hier nochmal ein bisschen mehr hin. Den Engel. Ich dekoriere jetzt hier ein bisschen und werde... Ja, so ist doch schön, schaut mal. Ach, dann brauche ich die Kerze auch gar nicht. So, lassen wir das. Ich suche die Botschaft raus und werde sie vorlesen. Und fühle jetzt schon, dass du das Leben versuchen darfst. Versuche... Das Leben. Lasse dich nicht verführen und schaue immer genau, wo dein Herz hingeht. Ja. So, meine Lieben, finde deinen Weg jetzt. Versuchung. Versuchungen sind irreführende Wege. Versuchungen sind auf dem Wege kommende Angebote, die nicht unserem Seelenplan entsprechen. Es ist wie ein Irrgarten. Du gehst rein und findest den Weg nicht mehr raus. Es ist, als wenn du Meerwasser trinkst, dein Durst wird immer stärker. Besser ist es, die Versuchung zu verneinen. Denn dann, wenn du entschieden hast, es besser zu lassen, auch wirklich konsequent zu sein. Glaube mir, es ist besser so. die Frage, wo gibt es Versuchungen in deinem Leben oder gab es Versuchungen? Vielleicht ist das auch das Geheimnis, worum es eben ging und mache dir hier keine Sorgen, die göttliche geistige Welt ist an deiner Seite und führt dich. Sprich und fühle und sieh immer mit und durch dein Herz, dann wirst du deinen Weg finden. Du hast mit Sicherheit ein untrügliches Bauchgefühl. Höre auf dein Herz, schließe die Augen und fühle. Fühle, wer es gut mit dir meint und meine es auch selbst gut mit dir. Das ist ganz wichtig. Und du wirst immer den Weg rausfinden gerne bin ich für dich da wenn du Unterstützung benötigst meine lieben was für eine sehr starke botschaft und ich bin gespannt was ihr erzählt oder schreibt ob es gerade versuchungen schon gegeben hat oder ob du manchmal wirklich selbst weißt ah das was ich jetzt gerade esse oder tue es tut mir nicht gut, ist nicht gut für mich. Ähm, da darfst du wirklich ehrlich sein mit dir und schauen, wo du der Versuchung widerstehen kannst. Ja? Lasse dich nicht blenden von anderen. Öffne dein Herz jedoch und... Bilde dir immer deine eigene Meinung. Meine lieben, ja, eine sehr starke Botschaft für die kommende Woche. Und ähm, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit zu meiner Hangdrum, werde für euch spielen, werde eure Herzchakren öffnen und schützen und... Euch schon ein bisschen auf das Neumondritual morgen vorbereiten. Tragt euch, wie gesagt, noch ein, wenn ihr dabei sein wollt. Ich verabschiede mich dann am Ende nochmal. Ich danke euch für euren Support, eure Herzlichkeit, eure Liebe und dass ihr immer wieder dabei seid. Und ja, das ist mir eine große Ehre und ich fühle eure Liebe und bin von Herzen wirklich dankbar dafür. So, entspannt euch, bleibt in der Energie, öffnet euer Herz, ihr seid beschützt. Ich spiele jetzt für euch Hangdra, meine Lieben, und nehme euch mit. Genießt es! Versuchungen, die dir nicht gut tun, die dich nicht weiterbringen und vielleicht sogar an deiner Entwicklung hindern, investiere immer in dich selbst. Arbeite an deiner Entwicklung und an deiner Spiritualität natürlich auch. Arbeite an deinem Herzen und versuche. Ja, immer den Weg der Liebe zu gehen. Ach, meine Lieben, ich habe euch so lieb. Habe ich euch das überhaupt heute schon gesagt? <laughs> Gib euch mal ein Küsschen nochmal. Ein leises. Und ja, meldet euch sehr gerne bei mir, wenn ich für euch da sein darf, wenn ich etwas für euch tun darf. Auch gerne für die Sperr- und Rauhnächte. Es ist wirklich Magie in der Luft. Und ja. Meldet euch, traut euch, ich bin gern für euch da. Ich versuche nach, mit meinen Fähigkeiten nach Möglichkeit, was mir möglich ist, für euch eben da zu sein und euch zu stärken, zu schützen energetisch. Ja, und auch eure Entwicklung weiter voran zu, na nicht voranzutreiben, eher zu unterstützen. Einfach, ich versuche dir zu helfen, dir selbst zu helfen. Und wenn ich... Für deinen Partner und dich arbeiten darf, dann meldet dich sehr gerne. Ja? Ach, meine Lieben, ich habe euch sehr, sehr lieb. Ich danke euch tausendmal fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Mhm. Tragt euch ein für die Mondrituale, für das Neumondritual, sehr gerne für die Sperr- und Rauchnächte. Beziehungsweise da schreibt ihr mir dann privat eine Nachricht und meldet euch, wenn ich für deinen Partner und dich, also für euch, arbeiten darf. Und ja, mit einer Partnerrückführung, Partnerzusammenführung oder wie gesagt, intensiven Reinigung. Ich habe euch sehr, sehr lieb, meine Süßen, und sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent. Ach ja, und meine Lieben, oh, das habe ich ganz vergessen. Ich wollte euch noch sagen, dass ich einen Adventskalender für euch vorbereitet habe und jeden Tag ein Türchen posten werde. Ich hoffe, ihr mögt es und ja, kommt gut durch die nächste Woche, passt gut auf euch auf. Ich habe euch sehr, sehr lieb und bin sehr gerne für euch da. Denkt immer daran, was euer Herz sagt. Investiert in euch selbst also investiere in dich deine Entwicklung trotz allen versuchungen öffne dein herz und denk an die dinge die ich in der legung gesagt habe ja okay meine lieben ich habe euch sehr sehr lieb Schalte das nächste mal auch wieder ein wenn es wieder heißt eure kartenlegerin simone habe euch sehr lieb meine lieben Tschüssi, eure kartenlegerin simone <laughs>